Freiburgjagd ist die schönste Jagd eigentlich für mich. Das ist eine spezielle Jagd. Da kann man nicht jedes Jahr jagen. Nur alle 10 Jahre. Und das ist meine Krönung, wenn man das schiessen darf. Unser Wappentier, das ist unser Stolz. Und ich freue mich darauf, dass ich das schiessen darf. »36 Jahre hat Dominik Jäger auf diesen Moment gewartet. Die Möglichkeit, einen kapitalen Steinbock zu erlegen. Doch geschenkt bekommt er ihn nicht. Auf ihn wartet eine große Herausforderung. Und nur wenn alles zusammenpasst, wird es der Höhepunkt seines Lebens als Jäger. Davon handelt dieser Film.« Eine Woche bevor die Jagd beginnt, erkundet Dominik die Val Minor im Oberengadin. Dieses Tal könnte ihm möglicherweise für die Jagd zugeteilt werden. Für den Oberhalbsteiner Neuland in puncto Jagd. Umso wichtiger ist es herauszufinden, wo sich die Tiere hier aufhalten. Ich glaube, beide sind gut in meiner Altersklasse dort. Also geschätzt zwischen 7 und 9. Jetzt warten wir einen Moment. Da könnten wir vielleicht noch mal im Grossen ansprechen. Wissen wir dann genau, wie alt er ist. Ansprechen bezeichnet in der Jägersprache die präzise Beobachtung des Tiers. Zwischen 6 und 10 Jahre alt muss sein Steinbock sein. Der Abschuss eines unerlaubten Tiers hat für den Jäger größere Konsequenzen. Er muss seine Buße zahlen und darf die Trophäe, also die Hörner, nicht behalten. Das Alter ablesen kann man bei den Steinböcken an den Hörnern. Ein kurzer Blick genügt aber nicht, um dies herauszufinden. Auch ohne Gewehr wird gepirscht. Steinböcke aus nächster Nähe zu beobachten, ist immer ein besonderes Erlebnis. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich drehe nochmal den Kopf. Was geht so in deinem vor, wenn du solche Tiere beobachtest? Da geht alles allein vor. Bin ich schon mal am Denken, wie ich hier hinschleichen könnte. Von der Puls gerade an steigen, wenn man so etwas sieht. Da könnte man also sehr langsam vorrücken und auf Schussdistanz kommen. Also der Adrenalinspiegel steigt dann gewaltig in mir. Eine Woche muss er noch warten, dann ist es soweit. An Geduld mangelt es ihm nicht. Bis zu seinem 58. Lebensjahr musste Dominik Jäger warten, bis er jetzt bei seiner dritten Steinwildjagd endlich einen großen Steinbock ins Visier nehmen darf. Wie sein Name verrät, waren schon seine Vorfahren begnadete Jäger. Eine Leidenschaft, die sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. Meine erste Begegnung hat schon früher angefangen bei der Jagd. Mein Onkel war Jagdaufseher in Zur. Die Begegnung war schon dort, dass wir mit ihm ab und zu auf Jagd sind. Und nachher haben wir Salz gebracht fürs Wild. Und mein Götti und meine Verwandten waren auch Jäger und bei dir können mitgehen. Und das ist natürlich schon von früher her. Also ist man reingewachsen in der Jagd, sagen wir so. Sein Jagdgebiet kennt er in- und auswendig.
Die Täler und Berge hier, oberhalb von Pontresina, sind ihm aber fremd. Eine große Herausforderung. Es beansprucht viel mehr Energie, wenn man nicht kennt, man weiß nicht, wo man hinkommt. Aber jetzt haben wir schon mal ein paar gesehen und ich denke, das wird schon recht rausgehen bis zum Schluss. Von den 6000 Steinböcken, die in Graubünden heimisch sind, müssen jedes Jahr um die 500 geschossen werden, damit die Population im Gleichgewicht bleibt. Diese Regulierung dürfen jedes Jahr nur eine kleine Anzahl Jäger übernehmen, daher auch die langen Wartefristen für jeden Jäger. Zwei Tiere soll Dominik Jäger erlegen, seinen kapitalen Steinbock und eine Steingeiß, die er aber zuerst schießen muss. So schreibt es das Gesetz vor. Sacramente. Perfekt. Diese Geiß könnte gut sein. Dominik Jäger versucht näher heranzugehen. Schon Jagd, es wäre ein guter Tag. Bei der Steingeiß ist nicht das Alter entscheidend, sondern ob sie säugend ist oder nicht. Erlegen darf man nur eine Steingeiß, die kein Jungtier aufzieht. Nicht immer ganz einfach, in einer Gruppe solch eine auszumachen. Mögliche Kandidatinnen wären jedoch dabei. Der Morgen hätte nicht gedacht, dass es so gut auskommt. Jetzt haben wir doch Böcke, Geiße gesehen und es ist eine Beruhigung, würde ich sagen. Also mich freut es, ich bin jetzt happy. Dominik Jäger ist bereit für das Gebiet in der Val Minor. Ob die Tiere in einer Woche noch da sind? In dieser Zeit kann sich viel verändern. Am ersten Jagdtag kommt die Ernüchterung. Nicht die Val Minor wurde ihm zugeteilt, sondern die Val Languard. In Begleitung seines Bruders John beginnt die Jagd mit der Suche nach einer passenden Steingeiß. Dass es wieder ein neues Gebiet ist, das er nicht kennt, bringt ihn aber nicht aus der Ruhe. Es gefällt mir noch gut. Es ist sehr offen hier. Und die Wanderwege hier, die sind auch nicht schlecht. Jetzt können wir, glaube ich, mal bis hier rauf. Und dann sehen wir das Tal rauf und dann sehen wir sicher ein paar Geißen ausmachen. Positives Denken hilft gegen das Ungewisse. Und wird kurze Zeit später belohnt. Hey, das ist ein Bär, oder? Warum tut das aus Gitz? Ich hab's gesehen, dass schon alles aus Grundes gut aus Gitz. Etwas dabei. Etwas ist dabei, aber ich weiß noch nicht was. Es sind zwei Gitze, zwei große Geißen. Und dann sind noch vier Stück, aber ich muss noch ausmachen. Ich bin noch nicht sicher, ob alles dabei ist. Das Fernrohr muss her. Ein unersetzliches Werkzeug für das Ansprechen. Die Gruppe scheint es aber eilig zu haben. Wurden die Jäger schon entdeckt? Zügig verschwinden die Tiere aus dem Blickfeld. Eine gute Taktik ist nun gefragt. Dominik Jäger entscheidet sich, die Verfolgung aufzunehmen. In
diesen Höhen macht einem das Wetter häufig einen Strich durch die Rechnung. Schlagartig zieht Nebel auf. Schussdistanz wäre, die Tiere werden vom Nebel verschluckt und sind weg. Doch die Sonne bekommt wieder die Oberhand und mit ihr steigt auch die Chance auf Erfolg. Ist eine schwierige Sache, ja. Das ist ein schönes Eis von 150 Metern. Aber wir haben noch nicht ganz können. Ansprechen. Jetzt müssen wir schauen, ob wir links oder rechts gehen, dass wir uns nicht sehen und probieren, die Löcher anzuschleichen. Das wäre eine unserer Sache. Das Gelände ist sehr offen. Ich entscheide mich, das Ganze aus der Distanz zu beobachten, um des Jägers Glück nicht herauszufordern. Gut platzierter Schuss und das Tier ist sofort tot. Während der Rest der Gruppe den Tatort verlässt, begibt sich Dominik Jäger zu seiner Beute. Wie geht's? Ach, jetzt geht's gut eigentlich. Die Spannung ist weg. Ich gebe ihm froh, dass jetzt keins hat und ist gut. Und jetzt können wir dann auf den Bock los. Also gut, ein schöner Moment jetzt. Auch Bruder John ist mittlerweile angekommen und begutachtet das erlegte Tier. Als Symbol für die letzte Mahlzeit vor dem Tod wird der Steingeist der letzte Biss gewährt. Ein alter Jagdbrauch, um Respekt zu erweisen. Neuer Herbsttag zeigt sich von seiner schönsten Seite. Lange soll es aber nicht so bleiben. Schlechtes Wetter ist angesagt und Schnee in diesen Höhen würde die Jagd um ein Vielfaches erschweren. Heute sollte es deshalb gelingen und diesen Moment miterleben wollen auch Tochter Madeleine und Neffe Leandro. Dass die Familie ab und zu mitkommt, ist nichts Außergewöhnliches. Die Jagd ist wie das Wandern, eine Leidenschaft, die man auch gerne gemeinsam betreibt. Weißt du, was sind die Bücher? Die zwei Brüder, die sich in ihrer Kindheit nicht sonderlich gut verstanden, fanden mit der Jagd eine Gemeinsamkeit. Ich bin eigentlich auch durch ihn auf die Jagd gekommen. Und es macht mir schon Freude, dass ich mit ihm heute mitgehen auf dem Steinbock. Muss ich schon sagen. Ja. Ich bin selber auch ein bisschen nervös. Ja, ein bisschen schon. Ja. Ein bisschen angespannt bin ich schon. Es ist schon ein komisches Gefühl momentan. Ja. Unterhalb vom Piz Languard ist der Überblick über den Talkessel am besten. Und es geht nicht lange, bis Dominik Jäger die erste Gruppe entdeckt. Kinder. Tee.
Auch weiter oben sichten sie größere Steinböcke. Sie wurden allerdings von etwas gestört und ziehen sich in die Felsen zurück. Schnell ist auch klar, wieso. An einem schönen Sonntag wie diesem sind auch die Wanderwege gut besucht. Vor den Wanderern sind die Steinböcke in Sicherheit. Doch auch Dominik gefällt dieser Rastplatz. Jetzt muss nur noch ein guter Bock dabei sein. Der hinten dran ist vielleicht 7. Also es flimmert so wahnsinnig in dem fernen Rohr, dass man schlecht sieht, die Jorring. Wenn wir ein bisschen Zeit haben, kriegen wir schon her. Aber wir müssen jetzt nicht pressieren, wenn niemand mehr kommt und stören. Sollte das eigentlich schon klappen. Jeder einzelne Bock wird ganz genau studiert. Und dann ist es soweit. Dominik Jäger hat seinen Steinbock auserkoren. 9 Jahre hat er gezählt. 200 Meter muss er sich noch nähern, bis er die ideale Schussdistanz hat. Die Familie bleibt zurück und beobachtet von hier aus das Geschehen. Jetzt können wir langsam schauen. Der Schuss ist gut ab, hinter dem Blatt. Es sollte also gut sein. Ich bin sehr zuversichtlich. Puls um 180? Nein, 100 Meter ist es. Der Puls? Der Puls ist ja fast über 200. Ja, das ist es so. Aber jetzt müssen wir durchschauen. Ich bin ziemlich nervös, weil ich nicht weiß, was es ist. Erst aus der Nähe hat er die Gewissheit, ob er das Alter richtig bestimmt hat. Auch der Rest der Gruppe kann es kaum erwarten. Verzweiflung macht sich breit. Hat sich Dominik Jäger verschätzt? Ausgerechnet bei seiner wichtigsten Trophäe? Wäre dies der Fall, müsste er den Steinbock abgeben. Hey, Mensch, Kiko, es bitte schön, ja? Nein. Nuf, dich? Dich, am Ende. Aber ich kann schon gut. Ich will gerade die Lasche dich.
Farbe. Nein. Danke. Mega gut, Papa. Super, wenn ich das Cosa, aber ein bisschen ist ja schon Kel plus Kel, da du, Kel lang, da plus Kel, die zwei. Das ist ja so, gell? Da wollen wir jetzt so. Nicht 9, sondern 10 Jahre. Das Höchste, was für ihn erlaubt gewesen ist. War das kaum, Henny? Und stolz auf den Vater? Ja, auf jeden Fall. Mal. Es ist eine grosse Ehre, dass er dabei sein darf, weil es auch nicht immer selbstverständlich ist. John Jäger ist ebenfalls überglücklich über den Erfolg seines Bruders. Auch, dass er derjenige sein darf, der das erlegte Tier ausweidet. Das lässt nicht jeder Jäger seine kapitalen Bogen anderen ausweiden. Das macht mir schon Freude, muss ich sagen. Dominik Jäger lehnt sich lieber zurück und genießt jeden Augenblick. Das ist jetzt eine riesige Freude für mich. Ich bin auch riesig stolz, dass ich das machen durfte. Unser Wappentier schiessen, immer Kanton. Das ist eine Ehre für den Jäger. Am Schluss hat alles gepasst. Dominik Jäger hat die Herausforderung gepackt und seinen Traum vom kapitalen Steinbock verwirklicht.